Hallo meine Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das Mountzügel der gleitenden Weidenbiene bekommt. Gut, das Ganze findet im Gebiet Insel von Dorn statt und zwar bei den Koordinaten 72, 22, 40, 28. Dort müsst ihr die Elite-Mobs töten, zum Beispiel gigantischer Honigschleim oder die ganzen Elite-Bienen. Diese Mobs droppen das Item zischende Glutpollen und davon braucht ihr 900 Stück. Damit das Ganze etwas schneller geht, könnt ihr euch eine Gruppe suchen oder eine Gruppe selbst erstellen. Über das Tool Dungeon und Schlachtzüge organisierte Gruppen und dann benutzerdefinierte Gruppen. Dort findet ihr dann die Gruppen mit dem Namen Beeform. Joint einer dieser Gruppen und farmt das Item zischende Glutpollen. Um die 900 Stück zusammenzubekommen, dauert es etwa 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie groß die Gruppe ist und wie gut ihr mit dem Schaden seid, pipapu. Gut, wenn ihr die 900 zusammen habt, dann könnt ihr zum NPC fliegen, der bei den Koordinaten 74, 35, 45, 27 zu finden ist. Ja, und dann könnt ihr das dort kaufen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Nur ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob man auch den Erfolg, die Insel von Dorn, gemacht haben muss, damit dieser NPC zum Beispiel aktiv ist. Also falls bei euch irgendwas nicht ganz okay ist oder der NPC ist nicht da, dann müsst ihr sehr wahrscheinlich einfach noch diesen Erfolg machen. Gut, dann hoffe ich, das Video war hilfreich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Farmen und mit dem Mount und dann bis zum nächsten Video. Tüdelü!